Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, erstmal, Roger, du bleibst da drin. Erstmal ein kleines Vorwort, da ja die letzte Folge eine ganze Weile zurückliegt. Ich glaube jetzt mittlerweile 3 oder 4 Wochen. Ja, ich hatte nämlich 2 Probleme. Erstmal war ich eine Weile krank, was wahrscheinlich die Zuschauer von Tyranny auch merken dürften, da ich versucht habe, während ich krank war, während meiner Grippe aufzunehmen, was ziemlich in die Hose gegangen ist. Aber ich jetzt trotzdem hochgeladen habe. Ja, und danach hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Internet. Konnte also nicht gescheit hochladen. Das hat sich jedoch jetzt alles wieder einigermaßen reguliert, zum Glück. Also kann ich jetzt wieder ganz normal aufnehmen. Und wir können uns hier um den Oger kümmern, der uns gleich tothaut. Wow. Wir stehen ja immer noch vor dem großen Problem, dass wir keine Nahrung haben, dementsprechend auch wenig Schaden anrichten. Jedenfalls mit unserem Krieger und unserer Bogenschützin. Zum Glück hat das keine Auswirkung auf die Magierzauber. Aber auf alles andere. So. Jetzt flüchten wir mal kurz wieder durch den Deteleporter, der ist auf der anderen Seite. Heilen uns einmal hoch und müssen dann wieder hier durch. Ja, und so muss ich das Spiel leider ein bisschen länger treiben. Zum Glück kenne ich den Weg noch einigermaßen aus, wenn ich so oft wie ich den gegangen bin. Hier runter nämlich. Dann können wir nur hier durch. Hier durch den Horrorraum, wo ich fast eine ganze Aufnahmesession lang gesessen bin, weil ich einfach keine Nahrung hatte, um ordentlich was reißen zu können. Und hier machen wir Quicksave. Das war falsch, Mist. Das war nämlich Laden F9. Ich glaube, ich brauche F5 oder F6. Ups. So, da bin ich wieder, nachdem sich mein Spiel mal wieder entschieden hat, abzustürzen. Hab aber den Weg nochmal zurückgelegt. Mach jetzt einen Quicksave. Gut. Ja, Emergency Exit. Quick Save habe ich gemacht. Jetzt muss ich dich nur irgendwie hier rauskriegen. Was mal wieder leichter gesagt ist als getan. Weil da hinten zum Beispiel noch ein Oger rumwuselt. Au. Ja, wenn er Special Moves machen
kann, dann macht er ein bisschen Schaden. Hi. So. Da wäre ein Schalter. Und ja, ich check erstmal kurz die Wände hier ab. Ob nicht irgendwo ein Fluchtweg wäre. Zwei Oger. Das finde ich jetzt sehr schön. Weil so haben wir wenigstens eine Abkürzung geschaffen. Pissen wir mal den Ogre an. Hi. Ich weiß, du bist böse. Okay, das kostet einfach nur viel zu viel Mana. Und hat eh keine ordentlichen Auswirkungen. So. Und ich glaube, nach dem Ogre müssen wir uns wieder zurückziehen. Wow. Oh, hier liegt ja noch ein Breath Key. Ein Beastbone. Und meine beiden Giftpfeile, da hätte ich auch ganz gerne noch wieder zurück. So, einmal Rückzug. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich hier ein Schlüsselloch hätte. Weil hier war das Speed-Rätsel. Und hier brauche ich Ausgang D. Bin ich froh, dass die hier keine endlichen Ladungen haben, die Kristalle. Kann man ja in Legend of Grimrock 2 einstellen, im Schwierigkeitsgrad, dass sich Kristalle nur einmal benutzen lassen. Aber im Augenblick brauche ich die Kristalle mehr denn je. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wenn ich Essen finde, es nicht gleich esse, sondern erst dann esse, wenn ich weiß, dass ein heftiger Kampf vor mir liegt, wo ich Regeneration und alles brauche und Schaden. Okay. Nicht so toll. Da ist ein Zahnrad. Okay, wir haben zum Glück den einen Ogre rauslocken können. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf die Druckplatte trete. Oh, das war der falsche Zauber. Oh
Und das war der Ogre. Noch ein Brass Key. Ja, hi. Wing Gates and Energy Control. Okay, erstmal ein Quick Save. Sicher ist sicher. Da sind Skelettbogenschützen. Und da habe ich jetzt wohl den Weg geöffnet. Hi. Mama. Wow. Ernsthaft? Nein. Federfall ging, glaube ich, so. Nein, das war die falsche Taste. Okay. Das ist jetzt sehr unschön. Nein. Machen wir Quick Load. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Schwert aus der Hand legen, keine gute Idee. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich genauso schlimm aussehen. Okay. Ja, da ist der Kumpane hier.
Das bringt nur leider nicht viel, weil er gleich wieder auftaut. Jetzt geht auch noch das Licht aus. Ah, ah.